Jo Leute, hier sind wieder die Konsolenprofis am Start mit einem weiteren Video. Und zwar zocke ich heute der Ball mit dem Sven. Jo, servus. Jo, Killing Floor 2 wieder. Und es gibt eine kleine Neuerung bei dem Ganzen. Und da kann man vielleicht mal der Sven erzählen, was uns hier so erwartet gleich. Ja, es gibt zwei neue Maps, jedes eine davon. Die nennt sich der Abstieg. Und das Witzige an der ganzen Geschichte ist, wir sind hier nur in diesem kleinen Areal. Und wenn wir die Welle besiegt haben, geht es dann weiter in die nächste Areale. Und die sind natürlich alle im Untergrund, ne? Genau, und das sehen wir auch gleich. Wir probieren es jetzt immer durchzuschnetzeln. Wir spielen auch erstmal nur wieder vier kleine Runden mit ein paar Randoms zusammen. Und dann wollen wir mal zusammen... Also ich persönlich habe das auch noch nicht gezockt. Sven hat schon mal eine Runde gezockt. Und dann gucken wir uns das mal zusammen an, würde ich sagen. Du musst dazu sagen, in dem neuen Patch gab es neue Waffen. Es gibt, wie gesagt, zwei neue Maps und es gibt einen brandneuen Spielmodus, der noch nicht freigeschaltet ist. Der wird auch noch im Laufe der Woche kommen. Ja, den werden wir natürlich dann auch nochmal ordentlich anzocken und mal unter die Lupe nehmen, ob der gescheit ist. Das kann ganz witzig werden hier. Wenn die da alle immer so runterkommen von der Seite. Ja, das wird noch ein bisschen anspruchsvoll. Gute Arbeit. Wir können die Händlerkapsel bald wieder öffnen. Bums, ihr macht der, hä? Was ist denn mit ihm, ey? Das war der Letzte. So, jetzt hier seht ihr, jetzt ist die Loki auf und jetzt geht's runter in die nächste Stufe. Und es sieht halt jetzt immer krasser aus, ne? Also es wird immer krasser. Ja, gerissener Mac. Das gefällt mir. Interessant. Das ist so der Abstieg zur Hölle, könnte man das schön, fast nennen. Schön, dass du wieder zurück bist. Anna? Blute nicht alles voll. So, alle Waffen nachladen. Warum liegt dieser alte Mist hier? Komm mal gucken, was gab's, gibt's denn? Öffne das Handelsmenü und verbessere deine Ausrüstung. Also... Hier beim Revolverheld gibt's neue. Ah ja, echt? Das ist nice. Moment, wie nennen die sich denn? Hier, die Dual, die Splitfire nennt sich die. Ah, okay, ja, ich sehe es. 650. Die ist neu, ja. Und dann, es gibt noch zwei Waffen. Das hat mir ein Kollege gerade gesagt gehabt. Naja, ich sag mal so, wir finden es raus. Die Zeit ist fast um. Würde ich später mal anzeigen. Also die Splitfires sind auf jeden Fall geil, die machen richtig hart Damage. Und haben 12 Schussmagazine, also. Okay. Die hauen richtig rein. Mehr Sets geortet. Zurück in den Kampf, Mesami. So, das war dann ja. Zweite Runde, bin mal gespannt hier. Wird ja gleich im Prinzip sein, ne? Ey, Raum und let's go. Ja, hier ist Irene hier oben links. Ich bin jetzt erstmal noch hier in der Ecke. Ich hab gedacht, also unten unterdrückt. Hab aber selber meine Problemchen. Weil ich mich gerade selber fast surrounde hier. Kein schlechter Anfang. Das war aber nur zum Aufwärmen. Ich werde jetzt dann mal in der nächsten Runde mal die Splitfires ausrüsten, damit ihr das auch noch sehen könnt. Alter, wo kommen die denn alle her? Ja, hier seht ihr auch einen neuen Gegnertyp, der ist nämlich auch neu. Und zwar gibt es jetzt hier diese Messer-Gymnys. Die haben jetzt zwei Messer statt nur eins. Ah, okay, das haben wir ein bisschen modifiziert. Okay. Gute Treffergenauigkeit. Man muss ja echt ein bisschen anstrengen, ne? Wir beide spielen ja erstmal nur auf normal. Man muss alles diesen kennenzulernen, aber... Ich hab schon ein bisschen Damage anstecken müssen. Wenn ihr fertig seid, kann ich die Händlerkapsel wieder. Also wie gesagt, der Modus ist nicht ohne. Also die, ja, also die neue Map. Der Modus zieht er nicht. Und ich meine, wie gesagt, ich habe das gestern halt mit dem Kumpel schwer gespielt und es war schon wirklich eine harte Nummer. Naja, schauen wir mal, dass wir das hier jetzt wenigstens einigermaßen geschissen kriegen. Uns auch mal alles angucken können, aber normal. Kapsel ist sicher und das gut gemacht. Ab zunächst.
dich haben sie nicht zwischen die Krallen bekommen. Jetzt geht's wieder nach unten wahrscheinlich. Ich bin beeindruckt. So, jetzt musst du mal gucken. Die Ebene sieht schon richtig hart aus, Alter. Okay. Hier mit der ganzen Lava und so. Bonjour. Ah ja. Hol dir das Handwerkszeug für deinen Job. Ah, stecken sich da noch ein bisschen Mühe da rein, ne? Find ich gut. Ja, jetzt hab ich hier, die verkaufen wir. Und holen uns jetzt hier die Splitfire. Machen wir in Duel. So, und holen uns dann später noch die P90. So. Letzte Chance, Leute. Feinde geortet. Hier, wo bist du denn, Boy? Ich stehe hier mittendrin irgendwo. Hier, hör mal, das sind Splitfires. Yay. Jetzt guck mal hier an die Dings, da siehst du hier, guck mal, die brennen. Ah, okay. Mal geil. Also die gehen richtig ab, die Dinge. Also es scheint eine ganz gute Waffe zu sein, so für zwischen, ne, für zweite, dritte Runde, so, ne? So. Ja. Und nicht so viel Cash hat. Kennt man die, denke ich mal, ganz gut. Neue Sachen sind ja meistens eh zu stark. Sehr gerne, generell so. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Naja, wird man sehen, ob die halt einen Platz in der Zukunft haben, für einen Revolver hält oder halt nicht, ne? Ja, wie gesagt, du kannst ja sowieso, du musst ja nicht unbedingt Revolver halt spielen. Ja, klar, aber man, ne, in der Regel dann, ne? Oh, Mensch. Ach, ich bin ins Lager. Ja, dann musst du gucken, ne? Haben wir eigentlich auch unsere Pizza oder so dabei? Nein. Oh, da rennt der Kettensägen hier. Also, wir müssen erstmal klären. Ah, das ist tot. Okay. Oh, der ist viel schneller, der hier. Okay, ist tot. Die Splitfire macht halt übelst Damage, ne? Aber ihnen nachher muss sie haben für 650, oder? Sie haben nur, wie gesagt, stark halt. Ja, wie gesagt, die macht 12.000 Schaden pro Schuss und hat halt noch Brandschaden dabei, ne? Ja, das ist schon gut, aber ich muss sie auf jeden Fall auch mal testen. Ich habe eben mal letztes Mal angefangen, den Revolver nicht auch zu spielen. Das würde ja gerade echt nicht passen. Wie gesagt, die kann ich echt nur empfehlen, also wenn du Revolver spielst. Ja, wie gesagt, kannst du ja die Waffe auch. Zum Beispiel spiele ich auch hier den Zwot PV. Ah ja, natürlich, klar, aber man, ne, wie gesagt, ich glaube, du dann immer in der Regel die Waffe der Klasse. Ich bin nicht auf keine Ahnung. So, da haben wir noch einen, ne? Jo. Ja. Wer ist ja da noch? Alter, was ist das denn für ein Tank? Geht zur angezeigten Kapsel, okay, nice, für mehr Ausrüstung. So, und ab in die nächste Stufe der Hölle. Fühlt sich gut an, oder? Wenn niemand stirbt. Denn... Hier, das ist jetzt asozial. Guck mal oben an die Decke, ey. Schrank. Ah. Ist schon gut gemacht, ne? Also... Schön, dass du wieder zurück bist. Blute nicht alles voll. Not bad auf jeden Fall. Gefällt mir gut bis jetzt. Also er ist ein Druck. Du brauchst muskulösere Arme, um das zu tragen. Ist auf jeden Fall cool, etwas, ja. Weniger Klobiges. Definitiv. Fühlt sich das gut an? Ein bisschen Geld? Das wird mir helfen. So gut wie neu. Ich nichts, ja. Ja gut, dann lassen wir die P90 weg und lassen das dann hier dabei. Setz geortet. Ich muss die Kapsel gleich schließen. Nicht kriegen, dann holen wir uns aber hier noch? Die M5, MP5. Achso, du bist gerade da am Shoppen. Ja, nee, ich wollte mal die P90 holen. Aber... Vom Gewicht her kann ich den nicht tragen, sonst müsste ich das Splitfire weglegen. Oh nein! Das ist verdammt ekelhaft! Ja, das sieht hier schon richtig krank aus, da muss man echt sagen. Hier. Ja, hat er gerade auch gesagt, hat er das bei dir auch sowas gesagt? Ja. Also mein Char hat gesagt, das ist verdammt ekelhaft! Die Pause ist vorbei. Zurück an die Arbeit. Mehr Sets. So, let's go. 4 von 4. Wollen wir ein bisschen Action haben? Ja. Gut, ist ja immer so normal, ist ja auch immer, ne? Immer ganz normal. Ja, aber ich muss schon sagen, wie gesagt, bei dem Modus ist es halt wirklich, wie gesagt, du hast keinen Rückzugspunkt, ne? Ja. Du bist hier wirklich so in einer Arena gefangen, das ist halt richtig schön. Ah, der Torwart. Man hat er wirklich kaum Rückzugsmöglichkeiten, das ist halt, kommt von jeder Ecke hier, oder? Kein
ein schlechter Anfang. Das war aber nur zum Kuhwerk. Ah, das ist doch ein schönes Lumpen hier. Ja. Wenn ich nachladen muss. Das hättest du auch geil hier angehört. In der Slow-Mo das Gebrüll von dem Typ, ey. Das ist schon richtig schock, ne? Schon eine gute Kulisse, muss man ja schon sagen, für so ein Film, ne? Ja. Und man muss noch dazu sagen, wenn man das Killing Floor besitzt, der DLC ist komplett kostenlos, das wird ja auch nice gemacht, ne? Ja, dass sie da noch generell, ne, noch weiter so Sachen machen und so, jetzt auch neue Maps, neue Waffen, also, Schritt für Schritt halt, ne? Also, die holen sich nicht auf den Lorbeeren aus, das ist ja das Video, ja, muss man sprechen. Ein Sprinter mitten auf der Map, wenn schon weg ist. Und so eine Kettensäge-Jimmy ist auch noch. Ja, ich bin schon drauf gefallen, da muss man nicht drauf. Das sind fast alle. Okay, weg ist er. Komm nur hoch. Ich bin hier noch am Scheier richtig. Ah, die Feuer. Jo, hier. Weg. Ja, einer noch und dann haben wir es doch geschafft. Dann kommen wir dann zum Boss. Und ich muss sagen, das Bossgebiet ist auch mega übel. Da ist er doch. So, was? Ach, der lebt immer noch. Was machen wir denn da? Oh mein Gott. Er wurde besiegt von der Sirene. Mein Gott. So, letzte Ebene. Letzte Ebene, die sich dann assoziiert. Yay. Jetzt guck dir mal das Gebiet dann gleich an, wenn du fertig gekauft hast, wie du wo den Boss besiegen sollst. Ich bin gleich gespannt, was uns da so erwartet. Lustige Erinnerungen. Okay, ich nehme auch hier mal ein bisschen alles an. Achso, jetzt sind wir da beim letzten Punkt, wo auch immer auf dem Map-Bild, ne? Genau. Zu sehen, das ist der, ne? Letzte Punkt hier. Ist der Thron, siehst du ja hier. Schön aus Fleisch und Gedärme und so, Alter. Also es sieht echt nice aus, ne? Schon gut gemacht, ja. Finde ich echt gut. So, jetzt müssen wir halt nur mal gucken, wer hier wohnt. Entweder der Dr. Hans oder der Patriarch, ne? Genau. Das wäre auch geil. Ich denke nur, ich bin der gute Dinge, dass da auch noch ein bisschen was passiert, ne? Dass die da in der Richtung auch noch ein bisschen andere Boss zu machen, ne? Ja, das wäre auf jeden Fall geil, auf jeden Fall, ja. Die Kapsel ist geschlossen. Gebt euer Bestes. Der Hans. Viele haben versucht, meine Arbeit zu stören. Glaubt ihr, ihr seid irgendwie besser? Habe ich euch Angst, Aichia? Nicht verstecken. So. Kommt, da ist die Frage. Steh auf und hier hinten ist es. Ach, also. Gut, er kann sie aber hier halt auch nicht so verpissen, ne? Für sein Reset. Das ist jetzt die Frage, ne? Aber das kriegt nicht hin, das ja. Jetzt will er weg. Ja, oder? Ja, das funktioniert also nicht. Noch nicht ganz. Jetzt hat er wirklich die Frage, kann er hier weg, ne? Ich muss jetzt so ein bisschen Zeit, wenn ich. So, ich bin auch hier.
Joker macht schon ordentlich Damage an den Jungen. Ich hoffe, immer eine dabei zu haben, ne? Ja. Ach, das wird aber gleich. So, mit der MP5 gehen wir den hier auch nicht. Oh shit. Zack und... Das war's. Ja, da ist er mal in Teile geflogen. Bam! Yo! Also ich fand's gut. Ja, auf jeden Fall mal nice. Muss jetzt nicht immer, ne, so, aber weil die anderen jetzt auch nicht schlecht sind, so. Ne, also, aber... So, von der Aufmachung her finde ich es wirklich gut so, ne? Immer wieder ein anderes Areal so. Richtig. Schön klein gehalten. Macht auf jeden Fall Bock, ja. Ja, voll Strecke. Mit 56 Assists kann ich leben, ja. Naja, auf jeden Fall gut. So. Auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch einfach einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keins unserer Videos mehr verpassen wollt, lasst doch einfach ein Abo da. Kostet ja nichts, ne? Und ich hoffe, wir sehen uns auch zur nächsten Folge, wenn es dann wieder heißt Killing Floor 2. Ja, alles klar. Haut rein. Macht's gut. Ciao.